Hi! Eine atemberaubende Zusammenstellung an Überwachungsvideos ist bereits im Anmarsch. Es wird rührend, bezaubernd und lustig zugleich. Los geht's! Mit der Reaktion und den Passanten hatte der Fahrer Glück. Weniger Glück hatte er mit den Straßenverkehrsbehörden. So etwas scheint ziemlich unangenehm zu sein. Aber nur so lange, bis man so etwas sieht. Ein typisches Taxi in einer Kleinstadt. Das heißt aber noch lange nicht, dass man lieber den Bus nehmen sollte. Wie unaufmerksam bist du? Ja. An dem Knoten ganz unten war sofort zu erkennen, was hier passieren wird. Wenn du vor dem Schlafengehen versuchst, aufdringliche Gedanken loszuwerden, das ist also der Grund dafür, warum Autofahrer es nicht mögen, wenn jemand laut die Tür zumacht. His name is John C. Er spaziert zu selbstbewusst in der Nähe eines der 10 gefährlichsten Tiere der Welt herum. Gleich bringt man ihm aber Manieren bei. Run. Dieser arme Bursche hat in diesem Moment ein paar Leben verloren. Hoffentlich wirst du zu Hause genauso freudig empfangen.
Das passiert, wenn man bei einem Umzug beschließt, am Transportunternehmen zu sparen. His name is John C. In Anbetracht der Preise in den Supermärkten kann ich das gut verstehen. Eigentlich sollte dieser Ventilator helfen, sich abzukühlen. Es war aber das Gegenteil der Fall. Karma war noch nie so schnell. Wenn man den ganzen Tag damit verbringt, Bestellungen in solch einem Van auszuliefern, kann man durchaus in eine Schlägerei mit einem imaginären Security-Mitarbeiter vor dem Haus des Kunden geraten. Meine Damen und Herren, hier kommt die Hoffnung des chinesischen Fußballs. Es ist schwer auf Anhieb zu erkennen, dass dieser Typ hier zum Fischen ist. Eine zensierte Version von dem, was er dem Bauarbeiter auf dem Dach gleich sagen wird, kann man sich nur schlecht vorstellen. Ich kenne Leute, die das 5-mal günstiger machen. Und hier ist das Ergebnis. Es heißt nicht umsonst, dass wenn sich eine Tür schließt, sich eine andere öffnet. Wer wird gewinnen? Ein cooles Fitnessgerät? Oder die unbarmherzige Schwerkraft?
Das Fitnessgerät kämpfte aber bis zum Umfallen. Dieser Kurier wollte den Hausbesitzer über das Paket informieren, sah aber plötzlich ein Schild mit der Bitte, ihn nicht nach der Nachtschicht zu wecken. Hoffentlich wird man auch uns nicht aufwecken, wenn wir das nächste Mal ein Nickerchen machen. Wenn die letzte Folge deiner Lieblingsserie im Fernsehen läuft. Ein historischer Moment. So sah die Domestizierung der Schafe aus. Lass uns etwas von Misserfolgen ablenken und uns diese Aufnahmen anschauen, die uns helfen werden, nicht den Glauben an die Menschheit zu verlieren. Gib uns ein Like, wenn du das nicht einmal mit Absicht so gut zeichnen würdest. Oder wenn du dich bei ihm revanchieren möchtest. Das ist wieder mal die Rubrik Geschichten, die zu Herzen gehen. Hallo? I found your wallet. Oh, you found my wallet? That's my son. I'm across the street. Das ist Vince, ein 11-jähriger Junge, der ein Portemonnaie voller Bargeld fand und es trotz der schwierigen finanziellen Lage seiner Familie dem rechtmäßigen Besitzer zurückgab. Aus Dankbarkeit für seine Ehrlichkeit wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen und einige Monate später überreichte man Vince und seinen Eltern mehrere tausend Dollar. Du startest deinen neuen leistungsstarken Gaming-PC. Die Stromleitungen im Umkreis von 5 Kilometern. Schreibe in die Kommentare, ob du dafür eine Erklärung hast. Willst du einen tollen Film in wenigen Minuten anschauen, ohne zurückzuspulen? Kein Problem! We got a great looking audience tonight. Der Süßes Popcorn-Kanal hat ein mega bequemes Format, das nur auf dich wartet. Kurze Nacherzählungen von Filmen, vom Autorenfilm bis zum Hollywood-Blockbuster. Hol dir dein unbegrenztes Ticket, indem du auf Abonnieren klickst.